Herzlich willkommen beim Ultra 500, eine Wanderpassage im Thüringer Wald. So. Schramm Apex, schaltet zuverlässig, nicht? 500 Kilometer, 5000 Höhenmeter oder mehr. Thüringen, Sachsen, Berge und ein kleines Abenteuer. Ich laufe jetzt einfach und bin genauso schnell wie Martin. Ja, also willkommen beim Klassiker, ist nur eine Pfütze. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Hi, mein Name ist Dennis und ich fahre auf einem wunderschönen neuen Radweg nach Leipzig, weil ich keinen Bock auf die Deutsche Bahn habe. Grob gesagt 150, 160 Kilometer nach Leipzig, dann das Ultra 500, 500 Kilometer, grob 5000 Höhenmeter und wenn es läuft, auch wieder zurück mit dem Fahrrad, weil ich habe Urlaub, will Fahrrad fahren und das ist der Plan. Samstag, Leipzig, Sonne, die Frisur hält, sind jetzt auf dem Start zum Ultra 500, Regen, mega geil, fetzt. Hab eine Regenhose dabei, keine Ahnung, ob die hält oder nicht. Ja, aber wird schon. Oh, Ultra 500, nass und läuft. Oh, Wetter ist auf jeden Fall ein absoluter Traum. Nachdem ich meine letzte Regenhose verloren habe, habe ich mir jetzt eine leichte Hose für 100 Euro geholt, unter 100 Gramm. Geht so. Ich muss sagen, ist nice to have bei dem Modder. Bleiben die Beine zumindest sauber und ja, Regen abweisend. Keine Kaufempfehlung, aber prinzipiell besser als gar nichts und wiegt nichts. Halle-Saale-Kreis, beste Plattenwege überhaupt. Nur empfehlen, eigentlich ziemlich top. Super. So. Schramm Apex, schaltet zuverlässig, nicht? Geht nicht mehr. Läuft. Update, also ich komme auf Asphalt oder Glattstraßen deutlich langsamer voran als dort mit dem Gravelbike, ist aber klar. Mountainbike-Reifen und so weiter. Schweres, langsames Fahrrad, aber passt schon. Ja, also willkommen beim Klassiker, ist nur eine Pfütze. Ich habe jetzt gerade Fabian und Martin getroffen, Bike & Pivo. Gerade ein klassisches, alles fahrbar. Grüße gehen auch an Mirko. Jetzt schützt es schon wieder deutlich besser. Hinten Baumstamm, der passt. Wir fahren gleich durch. Meine Werkzeugflasche, der Halter ist weggebrochen. Ich muss nochmal überlegen, das System. Von daher weniger als mehr. Oh. Wir sind jetzt hier beim Fundort der Himmelsscheibe von Nebra. Turm oder so. Läuft. Sieht man eine richtige Legende. Und Martin meinte, Mirko ist nicht beim Routing treu geblieben. Ich laufe jetzt einfach und bin genauso schnell wie Martin. Möchtest du kurz in die Kamera meckern? Eben nicht. Aber weißt du, was habt ihr? GX. Oh, da waren sie wieder, meine drei Sorgen. Problemfall Nummer 1, Patrick. Hallo. Problemfall Nummer 2, Martin. Ja, fährt da ein Stück vor mir. Läuft. Und Problemfall Nummer 3, das Ultra. Jetzt gibt es einen schönen Berg hoch. 14% angeblich. Ob das stimmt, wer weiß. War eigentlich ganz nett. Immerhin fahrbar. Wie man sieht, klassischer Anstieg in Thüringen. Läuft. Also hochfahren, ja, kann man vielleicht, aber laufen ist genauso gut. Bin jetzt bei 373 zum Ziel. In 4 Kilometern kommt Bienenstedt, da ist auf jeden Fall ein Hotel. Dann werde ich Wasser auffüllen müssen, freundlich fragen. Martin dreht da vorne schon wieder durch! So, ich konnte jetzt im Hotel Wasser auffüllen. Mega happy. 40 Kilometer bis Eisenach. Ja, war jetzt mit Chico und Martin. Keine Ahnung, was mit dem Rest ist.
aber immerhin kein Regen, läuft soweit. Da ist er nachher schon, der verloren geglaubte Sohn. Ich hab grad die Hundephase, also Fresse! Jetzt ist die Phase vorbei, sagt er. 195 Kilometer sind erledigt. Pitti Platz ist jetzt in Eisner. Eisner! Ah, eigentlich läuft's ganz gut. Jetzt gibt's erstmal etwas Essen. 21:30 Uhr, haben gerade gegessen. Hier geht's jetzt hoch. Irgendwann kommt die Wartburg. Jetzt sind wir noch weiter oben. Und dann geht's wieder runter. So, mega, mega steil. Herzlich willkommen beim Ultra 500. Eine Wanderpassage im Thüringer Wald. Und was ich in Marokko gelernt habe, nichts ist besser als gutes Helllicht. Nachts ist man automatisch langsamer und ohne Licht steht man. So, wir sind jetzt übrigens auf dem Rennsteig. So. Da ist der ausgeschlafene Martin Berndt. Das ist schon mehr besonders. Hallo. Das ist schon mehr... Ich habe wunderbar geschlafen, würde ich sagen. Da haben wir geschlafen. Ganz nett hier. Oh, jetzt geht's bergauf. Es geht übrigens bergauf. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Außer eine coole Aussicht. Also ja, diese Radfahrer zerstören diese Radwege, Waldwege zu sehr. Und vielleicht ganz wichtig, Wasser. Man muss aufhören, wenn man kann. Und steil. Alles bergab. Das Grüne Brand ist Teil der Grenzstein Trophy, war ehemaliger Grenzstreifen der DDR. Hier liegen die übelsten Plattenwege mit einem Gravelbike. Geht so mit dem Hardtail. Ein Traum. Ja, da ist ein Brett, den man einen Überblick hat. Also da geht es richtig fett runter. Und da geht es nochmal genauso hart hoch. Also. Kleiner Wahnsinniger. So, keine 100 Kilometer mehr. Da vorne ist Zico.
So, ich gehe demnächst schlafen, oder wir. Ich bin ein bisschen fertig mit der Welt. Bin unkonzentriert in den Abfahrten. Und so sieht das hier aus, also mega. Glaskuppel geschlafen, gerade gefrühstückt in der SB-Tankstelle. Wow, spannend. Jetzt noch, glaube ich, 70 Kilometer ins Ziel. Also durch, Wetter wird warm. Let's go. Na, und jetzt heißt es wieder das Leben genießen. Und ich muss halt echt immer sagen, bei so viel Bodenwellen, tiefen Schlaglöchern, rettet man mit HTL einfach mal über den Arsch. Ja, 6,2 Kilometer bis zum Ziel. Läuft. Ultra 500. Definitiv eine Hausnummer. Wetter darf man nicht unterschätzen. 6.500 Höhenmeter, 520 Kilometer. Klingt einfach, aber hat es auch in sich. Wir fahren dann gleich noch zum Mirko, duschen, quatschen ein bisschen und dann gibt es noch die Heimreise mit dem Fahrrad, weil Deutsche Bahn kann ja jeder. Und nun zu einer völlig anderen Geschichte. Nein, Quatsch. Also das Ultra 500 ist vorbei, zumindest für mich. Noch sind viele Leute auf dem Track. Weitgehend war es richtig gut dieses Jahr. Rennsteig war richtig toll. Viele schöne Ecken. Ich persönlich mit einem Hardtail fand natürlich den Part von der Kanchatrophie schön, aber mit einem Gravelbike, naja. Aber so ein Event muss halt auch Höhen und Tiefen haben, muss Abenteuer haben und wenn alles nur Gucci-Gravel ist, dann ja, hat es auch keiner, weil es langweilig ist. Scheitern bedeutet so viel wie Wachstum und wenn man die Sache hinter sich bringt, schafft, auf jeden Fall ein Erfolg. Ziemlich nett, ein Event, das man nicht zu sehr unterschätzen darf und von daher, wir sehen uns demnächst. Ich fahre jetzt weiter nach Hause, weil meine Klappe nicht groß genug ist. Fahre ich noch 160 Kilometer nach Berlin mit dem Fahrrad. Straße reicht mir jetzt. Schön entspannt, der Zug rollt. Und wir sehen uns bald. Ciao!